Informationen aus Ihrer Region gibt es um 19 Uhr in den Ländermagazinen. Die nächste aktuelle Nachrichtensendung gibt es von uns zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr. Und dann gibt es um 19.50 Uhr ein 100-minütiges MDR-Extra zur Hochwassersituation mit meinen Kollegen Kerstin Grundmann und Jens Hänisch. Eines noch. Viele von Ihnen haben die Fotos gesehen auf unserer Webseite von Ereignissen, die gerade passiert sind. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, die so unsere Berichterstattung noch besser machen. Und wir hoffen, dass Sie uns weiter unterstützen mit E-Mails oder Fotos über den Kurznachrichtendienst Twitter. Also, bleiben Sie dran, wir halten Sie auf dem Laufenden den ganzen Abend über. Thomas Globig sagt uns jetzt noch, wie das mit dem Wetter und vor allem natürlich mit dem Regen weitergeht. Im Wetter für drei. Einen guten Abend noch. Auch an das Wetter von morgen denken und Energie sparen. Das Wetter wird präsentiert von NVAM. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Wetter für drei. Und zunächst mal eine kleine Entschuldigung an alle Statistiker. Ich hatte Ihnen ja heute noch den Mai-Rückblick wettermäßig versprochen. Wir müssen das natürlich so ein bisschen verschieben aufgrund der herrschenden Wettersituation. Gut, von oben kommt nicht mehr viel runter. Wir können aber schon wieder ein bisschen Bilanz ziehen. Was ist denn runtergekommen vom Himmel in den drei Ländern und Spitzenreitern? Natürlich gestern schon erreicht Sachsen und da speziell das Erzgebirge Stützengrün Hunshübe bis heute Mittag 229 Liter pro Quadratmeter seit Donnerstag. Das ist weit mehr als das Doppelte einer normalen Junimenge, fast das Zweieinhalbfache, also rund 250%. Karlsfeld, ja knapp 100 Liter pro Quadratmeter. Und Sie sehen, auch Wilsdruff bei Dresden hat es inzwischen auf 164 Liter pro Quadratmeter gebracht. Da hat es in der vergangenen Nacht noch mal mächtig geregnet. Südliche Sachsen-Anhalt, der südlichste Zipfel Zeitz, auch noch mal über 100 Liter. Kein Wunder, dass dort auch Katastrophenalarm ausgelöst wurde. Schauen wir uns nun mal kurz aus dem Fenster den Himmel an. Das ist ein bisschen gemein. Man sieht von Leipzig Richtung Nordwesten sozusagen die Wolkenkante, nämlich Magdeburg und nördlich davon Altmark scheint die Sonne inzwischen heute schon seit über 10 Stunden, ich würde mal sagen, ja, 12 Stunden schon bei Temperaturen um die 20 Grad. Leipzig im Moment so ein bisschen die Grenze Richtung Südosten. Da sind die Regenschauer noch aktiv. Wir sehen das noch mal im Wetterradarfilm. Hier sind sie herangezogen, noch mal recht kräftig. Jetzt kommen aber nur noch Einzelne hinterher. Und das ist die positive Nachricht. Das heißt, die Schauertätigkeit lässt allmählich nach. Ja, die Wettersituation, unser Unwettertief, muss man schon sagen, ist zwar noch in der Nähe, wird aber schwächer. Wir haben hier über Dänemark ein Tief, soll uns nicht interessieren. Was man hier sieht in der Entwicklung, ein stabiles Hoch ist zwar nicht da, aber das Entscheidende, wir sitzen so ein bisschen zwischen den Stühlen in den kommenden Tagen, zwischen Tiefdruckgebieten, also im leichten Hochdruckeinfluss. Und das bedeutet, das Wetter wird für alle freundlicher und vor allem wärmer. Ja, die Niederschlagsvorhersage zeigt das auch noch mal sehr schön. Die kleinen Schauer, die auch morgen noch mal von Polen her nach Sachsen hineinziehen können, das sind lokale Regengüsse und Gewitter. Bei Weitem bringen die nicht mehr diese Regenmassen, die bisher runtergekommen sind. Deshalb, jetzt gehen wir mal hinein in die Detailvorhersage der kommenden Stunden. Die Wettergrenze immer noch quer durch Mitteldeutschland Richtung Norden, also Sachsen-Anhalt. Weite Teile Thürings auch schon leicht bewölkt oder klar in der Nacht. In Sachsen, anfangs auch im östlichen Thüringen, dichte Wolken. Die Schauer lassen insgesamt nach Hochwassergefahr natürlich 10 Grad unter dichten Wolken, wo es klar wird, auch mal um 5 Grad. Und der Blick dann auf den morgigen Tag, da ist es eben auch noch so ein bisschen wechselhaft, ganz im Osten. Also von Berlin-Brandenburg in der etwas feuchteren Luft runter in die Oberlausitz, vielleicht auch bis ins Osterzgebirge und bis ins Böhmische Becken. Die Luft eben noch mit Feuchtigkeit gesättigt. Die Wolkendecke reißt gelegentlich auf, aber sehr schnell bilden sich neue Schauer und Gewitter. Was eben heute in Polen passiert ist, kann eben morgen auch im östlichen Mitteldeutschland, auch in Berlin-Brandenburg passieren. Nach Westen wird es immer schöner und die Temperaturen, Sie sehen es, bewegen sich dann um die 20 Grad. Ist nicht der absolute Hitzesommer, aber das sind angenehme Zimmertemperaturen, kann man sagen. Der Wind weht nicht mehr so kräftig aus Nordwest. Und im Prinzip ist das die Tendenz für die nächsten Tage, die dann doch überwiegend trocken werden. Die Details nachher bei MD Aktuell. So viel Wetter von mir. Hier geht's weiter mit Brisant. Gute Unterhaltung.